Moin Leute, heute zeige ich euch eine Tweak namens MyTube. Diese gibt es selbstverständlich im CDR Store zu laden. Dies ist kostenlos und dafür brauchen wir auch keine weiteren Sources. Nachdem wir CDR geöffnet haben, gehen wir in die Sucheinstellungen und geben MyTube ein. Nachdem wir es heruntergeladen haben, erscheint auf unserem Homescreen eine Application namens MyTube. Diese öffnen wir. Und ja, das erscheint, sobald wir MyTube öffnen. Dann gehen wir in die Sucheinstellungen. Ich habe hier schon Black to the White eingegeben. So, und hier suche ich mir einfach eine App aus. Ich nehme mir jetzt Multiflow. Oder? Ja. Zack. Gehe hier View in Safari Share. Nein. Wir wollen es runterladen. Dazu müssen wir einfach nur auf dieses Bildchen klicken. Download. Und ja, hier erscheint unser fertig heruntergeladenes App. Ich meinte natürlich Video. Und ja, hier wird es heruntergeladen. So, ein riesiger Vorteil ist bei MyTube, dass es einfach viel schneller heruntergeladen wird als bei MXTube. Deswegen geht MyTube bei mir vor. So, nachdem wir es heruntergeladen haben, sehen wir es hier. Dazu müssen wir einfach hier wieder auf das Bildchen gehen. Und hier sehen wir mein Video. Ja, das Ganze läuft auch ganz ohne Internet. Das zeige ich euch hier mal. Meine Internetverbindung ist jetzt geklappt. Und wir gehen wieder in MyTube rein. Okay ist. So, gehen wieder hier rein. Und ja, das geht ganz ohne. Ich sage bis zum nächsten Mal.